Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shin Megami Tensei 5. Ja, unser eigentlicher Auftrag ist dort, dass wir dort ein bisschen mit der Story weitermachen sollen, aber hier ist eine Nebenquest erschienen und wenn es genau die Quest ist, nach der ich die ganze Zeit suche, beziehungsweise auf die ich warte, weil ich habe ja wegen eines Miemanns mal gegoogelt, wie man an den rankommt. So, hier ist die Nebenquest. Du siehst sehr interessant aus. Oh, die will ein Casino öffnen. Okay, alles wird glitzert und Vogel, willst du? Könige Map. Die Juwelen auf der Ginza. Die habe ich, glaube ich, sogar. Okay. Kann ich dir direkt geben. Das ist aber eigentlich nicht die Nebenquest, die ich damals meinte. Also, das war ja richtig easy für 3 Grimoires. Und ein bisschen Erfahrung. Na gut, werde ich nochmal ein bisschen stärker. Oh, ich kann die jetzt tauschen gegen Räucherstäbchen. Okay. Ich kann der alles abgeben. So, Leute, da sind wir wieder. Ab der rein, würde ich sagen. So. This is the Demon King's castle. Die Festung des Dämonenkönigs. The Archangel has already sent a team of troops ahead. We should take care not to let them get too far. Okay. Das ist wahrscheinlich eins der letzten Gebiete, von dem Miemanns zu urteilen. Also es gibt ja nur 200, aber das muss ja nichts heißen. Ist auf jeden Fall ein Drachenlinienquell, den registriere ich erstmal. Machst den Einstein, als gäbe es hier. Nee, keine Abszesse. Kann auch sein, dass ich in dem Punkt schon das Maximum erreicht habe. Ich halte die Augen offen nach Miemanns. Dass es hier so dunkel ist, ist gemein. Da kann man sie leicht übersehen. Vor allen Dingen auch noch rot auf rot. So einen haben wir schon mal bekämpft. Weiß ich noch. So komisch für Pferdedudes. Greif mich nicht einfach so an, wie es scheint. So, lauf mal vorbei. Oder ich lauf an dir vorbei. Ist mir auch recht. Für einen Chakra-Tropfen habe ich das gemacht. Natürlich. Wofür denn auch sonst, ne? Ein Item, was ich eh schon 50 Mal habe. Das Schloss hier ist interessant aufgebaut. Die Kiste hatten wir schon. Keine Miemanns? Ich verstehe schon. Wenn man keinen Kampf will, einfach mit denen rennen.
Easy. Da kam ein Lichtstrahl. So, ich hoffe, die Kiste ist es wert. Ein Exorzisten-Amulett. Ist ja auch nicht so wirklich eine unnütze Item. Ey, das ist so ein Gebiet, da könnte ich einfach durchsprinten. Was ist das denn? Ach, das schleudert mich einfach nur weg. Okay. Ist ja nicht sonderlich gefährlich. Die kann ich wahrscheinlich auch für mich nutzen irgendwo. Beziehungsweise muss ich vielleicht sogar. Den nur haben wir, glaube ich, noch nie bekämpft. Oh, hier ist auch eine coole Kampfmusik. Doch, haben wir irgendwann mal. Aber wegen der Kampfmusik lasse ich es trotzdem mal drin. Also die Musik von diesem Spiel, die kann man auf jeden Fall genießen. Immer wieder aufs Neue überrascht. Ach ja, ich habe mal die Grimoires alle mal benutzt, ne? Die ich letztes Mal bekommen habe. Yolungor-Essenz. Es war ein Yolungor. Ach, die Dinger, die habe ich für die Chimäre gebraucht. Okay. Dann ziehen wir mal hier weiter von dannen. Was ist hier unten? Drei Kisten, aber auch richtig viele nur ist. Ich muss wahrscheinlich kämpfen für die Kisten. Oder auch nicht. So, der Wind bläst gerade und geht genau dann aus, wenn ich ankomme. Perfekt. Da war noch eine Kiste unten. Ach nee, eine, die ich nicht einsammeln konnte, weil ich Item schon hatte. So, drauf achten. Verdammt. Okay, wenn die aus sind, einfach durchsprinten. Und hier kann ich an den Anfang zurück. Warum auch immer ich das tun sollte. Okay, einmal kurz stehen bleiben. Was? Oh, ich habe den dritten da nicht gesehen. Und durch. Easy, ne? Dann halten wir meinen Fluchtweg frei. Ein Drachenlinienquell. Danke. Heile ich direkt mein ganzes Team. War schon voll. So, was für ein Rätsel erwartet mich hier? Bisher ist das hier halt null gefährlich. Geschweige denn irgendwie anstrengend. Ist richtig easy. Einfach an dem vorbeirennen, man sieht sie ja auf der Karte. Na gut, ihr seht sie nicht, weil meine Cam davor hängt, also mein Avatar. Da unten sitzt ein Null. Ist irgendwas hinter ihm, was sich lohnt?
Die nur bewegen sich nur, wenn sie mich nicht sehen. Ich kann einfach an dir vorbeirennen. Du bist keine Gefahr. Ich guck nur. Okay, einfach nur ein breites Gebiet, wo ich zur Not um die drumherum rennen kann. Ja, für das kleine bisschen renne ich da doch nicht hin. Der Drecksack, der hält sogar einen Moment an. Easy. Dieses Schloss ist ja nix. Ist ja richtig einfach. So, da ist eine Kiste und da ist der Weiterweg. Wir holen erst die Kiste. Irgendwie ist heute kaum was an Kämpfen da. Also ich könnte jetzt so just for fun gegen diese Pferde-Dudes kämpfen. Kuchu Lane, das ist glaube ich der Typ, den ich sogar dabei habe. Dieser Schwert-Heini. Ja. Der hat gute Windtechniken. Das war einfach. So, da lang. Dann kann ich hier eigentlich direkt rüber. Wüsste nicht, warum ich jetzt außen rum sollte. Okay, das war richtig einfach. Oh, da kommt wieder so ein Pusterrätsel. Und unten warten sie schon auf mich. Die Kisten will ich haben. Amrita-Schauer. Was ist das denn für ein Item? Das hatte ich, glaube ich, bisher noch nie. Amrita-Schauer. Triggert Statuseffekte bei allen Mitstreitern. Eine Gruppenheilung an negativen Effekten. Oh nee, die sind nacheinander. Ich muss die Reihenfolge erst gucken. Okay, von hinten nach vorne. Das heißt, jetzt durch. Immer durch, sobald der vorderste fertig ist. Als ob ich hier jetzt mit denen rennen muss. Okay. Ich habe gerade null drauf geachtet. Alter, wir sehen uns da oben wieder. Ab durch die Mitte. So, Leute. Ein Bereich ist noch da. Und zwar da, wo wir gerade eben runtergeflogen sind. Den wir jetzt damit auch geschafft haben. Jetzt muss ich nur hier auf die Reihenfolge achten. Okay, ich muss mit den Dingern wandern. Easy. Vor allen Dingen, ich werde auf dem Weg die ganze Zeit durchgehalten. Sag jetzt bloß, wir haben jetzt wieder eine Etage schon geschafft. Ah, hier sind die ganzen Engel. So, this is what a castle of demonic filth looks like. I sense vile pressure. We've been ordered to track down the lair of the Demon King. We cannot fail. Keine Sorge, wir schaffen das. Und wieder ein Speicherpunkt. Ich will einmal was prüfen, bevor wir hier weitermachen. Das war ja hier das zweite Gebiet. Ja, guckt mal, das ist doch das Gebiet, was ich meinte.
Komm, ich würde da gerne einmal hin. Wir können ja hier ab dem nächsten Punkt dann weitermachen bei dem Schloss. So. Von der Karte her müsste ich doch jetzt da lang können. Und dort soll auch der letzte Miemann sein aus diesem Gebiet. So, weiter. Ja, der Weg hier wird nicht mehr blockiert. Jetzt kann ich hier endlich mal lang. Vor allem, ich werde nicht mal angegriffen, weil ich für die immer noch zu hoch bin. Können wir hier eben kurz die letzten 3 Minuten nutzen, mal zu erkunden und den letzten Miemann einzusammeln. Außerdem ist hier offenbar ein Miniboss. So, wo ist der Miemann? Wo versteckt er sich? Es kann doch nicht alles aus dem Gebiet sein. Hallo, dich kennen wir doch. Hey, hey, hey! Ja, ich habe sehr großes Interesse an dir. Da ist der Miemann. Damit haben wir 150. So, hier soll doch was passieren, oder nicht? Scheint er hier unten erst? Wäre so ein Miniboss, den man mitnehmen könnte. Vielleicht muss ich mit dem kleinen Drachen dafür reden. Die wird durchdrehen bei Vollmond. Okay. Dann sage ich hier mal, dass wir für heute Schluss machen. Wir machen diesen Mini-Boss beim nächsten Mal. Ich muss ja erstmal auf Vollmond warten. Wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.